Verteufelte, Prominente und Fans. Doch zurück zu Sido. Insgesamt sagte er, dass die Mainstream-Medien ihm einen Aluhut aufsetzen, wenn er über das redet, wo er wenig Ahnung von hat, und die alternativen Medien in ihm einen Illuminat erkennen. Bei letzteren ist er damit nicht alleine. So soll für den deutschsprachigen Raum zum Beispiel Stefan Weidner Illuminat und Freimaurer sein, was den Song über vermeintliche Rückwärtsbotschaften auf dem Album 1 erklärt, die in der teuflischen Rockmusik seit der Satanic Panic gefunden werden wollen, was Sido interessanterweise im April in einem Interview mit Knechtel erwähnte. Also dass halt Heavy Metal schon lange als Teufelsmusik gilt. Wodurch er für beide Seiten ohne Tunnelblick offen gewesen sein mag. Bis halt dann, ne, the shit hits the van passierte, ne? Oder the shit hits the fan? Wie ich das auch erlebte, wollte mir etwa 2007 ein damaliger Freund, der schon verstorben ist, der mir als erster mit Verschwörungsthemen kam und über reiche und mächtige Familienclans sprach, die gegeneinander kämpfen würden, verklickern, dass sogar, 2006 war das glaube ich sogar, es war vor 14 Jahren, dass sogar der Sänger der Onkels wegen den Nachnamen, ach verdammt, ein Adliger sei. Was aber nicht stimmt, wenn man die Band-History kennt. Und selbst wenn, was soll das heißen? Meine Oma gehörte laut der Familiengeschichte dem Doppeladel an, bevor die Nazis die Titel aberkannten und enteigneten. Wegen der Verwandtschaft zum Banker Christian Gottlob Frege wurde auch Campino als Sänger der Toten Hosen in den Topf geworfen. Ne? Es ist so einfach. In den Topf werfen, Deckel rauf und draufkloppen, ne? Ich bin das so leid. So sprach neulich in der Badischen Zeitung der Sänger der Thrash-Metal-Band Destruction und absoluter Anti-Verschwörungstheoretiker davon, wie beim Stichwort Diskriminierungsdiskussion er Bücher darüber schreiben könnte, was er sich schon alles hat anhören müssen. Als Fan der Musik trug ich in der Schule zum Album The Antichrist ein Longshirt und wurde nur noch Satan genannt. Auch wenn unter anderem mit dem sich provoziert fühlenden religiösen Gruppendenken zwar Gesellschaften radikalisiert werden können, sei dennoch darauf verwiesen, dass Menschen, die dazu neigen, an Verschwörungsmythen zu glauben, es in der Regel Menschen sind, die gesund sind, die ebenso Stigmatisierungen befürchten und vielleicht zur Angst und vielleicht nur Angst auf dem Übernatürlichen haben. Oh, heute habe ich es aber. Aber ich habe gerade noch was anderes gedacht, weil dieses Satan, das ist aufgetreten nach dem sogenannten Satansmord von Witten. Da war das auf einmal überall. Es waren irgendwie Sommerferien, 2001 muss das gewesen sein, um den Dreh. Oder 2003, 2002, irgendwie rum. Ich weiß nicht mehr genau das Datum. Auf jeden Fall waren Sommerferien, da war alles cool. Und nach den Sommerferien, da war alles nicht mehr cool. Dann hieß es überall nur noch, ey, Satan, 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 Satan. Und das von Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Die sehen mich und sagen, Satan! Das ist richtig nervig. Darüber kann man sich nur lustig machen. Wie soll man darauf reagieren? Ich habe mit schwarzem Humor reagiert und der hat das ein bisschen provokant angefeuert noch. Ich denke mir nur... Deswegen hat man sich zurückgezogen auf dem Schulhof. Im Gebüsch und ging da ein bisschen kiffen, wa? So war das damals. Da hat man die Ruhe gehabt vor dem Scheiß. Es sagte nun aber Sido weiter, die großen Medien, die sind unterwandert. Die gehören irgendeinen reichen Typen. Und der wird dafür sorgen, dass er und seinesgleichen immer geschützt werden. Zitat Ende. An dieser Stelle muss ich an Großgrundbesitzer, also Landbesitzer, Ted Turner denken, der nicht nur die WCW besaß, sondern den Fernsehsender CNN gründete. Weshalb nicht alle großen Medien einem reichen Typen gehören können. Das, was Sido mit Halbwissen sagte, war eine plumpe Verallgemeinerung. Damit wäre man sogar, je nachdem, wie weit man durch den Hasenbau im Labyrinth der Verschwörungsmythen hängt, gegebenenfalls bei der jüdischen Hollywood-Verschwörung angelangt. Also Ostküste und so, ne? Wir brauchen wahrhaftige alternative Medien. Wir brauchen Leute, die gut recherchieren. Die auch mal sagen, ich weiß es leider nicht hundertprozentig, aber es könnte so sein. Zitat Ende. Also das sagt Sido. Und ich muss ihm da wirklich recht geben. Also es gibt ja alternative Medien, unabhängige Medien, die von Bürgern gemacht werden.
die Geld einzahlen, um Medien machen zu können. Und die nicht vom, weiß ich nicht, von Russland bezahlt werden oder so, ne? Und da muss ich sagen, es gibt ja diese Medien, das muss man jetzt mal sagen, die gibt es. Aber die müssen gut recherchieren und das meiste, was ich da sehe, ist einfach nur Copy und Paste. Russland-Propaganda und sowas sehe ich da nur. Und da finde ich es gut, dass sie auch mal zumindest sagt, ich weiß es leider nicht hundertprozentig, aber es könnte so sein. Vielleicht sollten die sich mal alle fragen, ich weiß es leider nicht hundertprozentig, aber was kann daran falsch sein, was ich glaube, dass es das ist, dass es das nicht ist? Die sollten sich mal reflektieren und nicht immer Copy und Paste. Das ist doch. Und sagte er auch über die alternativen Medien, die sich immer so sicher sind. Sieh, du sieht man es an, der ist ein Illuminat. Zitat Ende. Es ist vermutlich das Format Trau keinem Promi gemeint. Also das habe ich letzten Monat noch so geschrieben. Wo ähnlich wie bei Mark Dice in Amerika hierzulande Musikvideos Prominenter auf eine okkulte satanische Bildsprache untersucht werden, die zum Beispiel im Vorfeld einen rituellen Volksfleckanschlag ankündigen. In Amerika wurde der Live-Auftritt Madonnas beim Super Bowl herangezogen, wo laut Mark Dice und anderen es um ein Live-Ritual ging für die luziferianische Weltreligion. Also ein Weltstaat, eine Weltregierung, eine Weltreligion und sowas, haben die damals gesagt. Und das ist einfach nur plumpe Scheiße, plumper Bullshit. So wie Künstler das Publikum auf einen Polizeistaat gedanklich vorbereiten, damit das gewohnt wirkt und leichter akzeptiert wird. Da das hohe Wellen schlug, haute Madonna vor 5 Jahren das Lied Illuminati raus. Shining like Illuminati, ne? On this party, oder wie sie da singt. Ich höre ja eigentlich kein Madonna, aber das kann man sich mal anhören. Ja. Und das hier, was ich hier sagen will dazu noch, ritueller Volksfleckanschlag, das ist mir untergekommen vor mindestens 10 Jahren. Da habe ich mal YouTube geguckt, da war irgendwas gewesen. Und auf einmal hieß es da, Kabbala, Numerologie und irgendwelche Spielfilme. Und dann hat man in den Spielfilmen die Zahlen genommen, hat die zusammengezählt und gesagt, ha, dann wird was passieren, wenn diese Zahlen stimmen. Aber das ist so wie bei diesen ganzen Endzeitsekten, die behaupten immer, die Apokalypse kommt an diesem und jenem Datum und dann wird das immer wieder verschoben, weil das nicht eintritt. Ne? Also, nicht jeden Bullshit glauben, weil Bullshit hat angefangen auch zum Beispiel mit diesen Simpsons, dass die Simpsons immer alles vorhersagen und sowas. Und dann werden da falsche Sachen zusammengemixt von alten Serien mit neuen Sachen und das passt alles nicht. Auch hier mit Corona war das gewesen, als ob die schon damals das vorhergesagt hätten, nur weil da ein Paket war, wo eine Krankheit drin war, die dann von Asien nach Amerika oder so geschifft wurde. Ist doch zum Mäusemelken, wie mein Lehrer sagte. Ist doch zum Mäusemelken. Wie auch immer. Kann man sich ja anhören, Madonna, da sagt sie halt, das ist nicht Bill Gates. Lieber Attila, es ist nicht Bill Gates. Es ist nicht Jay-Z und wie die alle heißen. Ne? Sollte man mal zur Kenntnis nehmen. 2020. Sieh du im Interview mit Knechtel. Und das hatte ich vorher noch nicht gehabt, deswegen habe ich das alles aktualisiert. Das, was ich bisher nicht wusste und nun aktualisiert wird, beziehungsweise wurde, ist die Tatsache, dass es bereits im April auf YouTube einen Livestream zwischen Sido und Tillmann Knechtel, Trau keinem Promi, gab. Das Video ist hier, hat jemand hochgeladen. Das gibt es. Aber bei Sido auf dem Kanal gibt es das nicht mehr. Das kann man da nicht finden. Dann gibt es die Trau keinem Promi. Oh, Psiram. Werden einige nicht mögen, die Quelle, aber ist mir egal. Kann man sich trotzdem mal angucken und das mal hinterfragen. Oder auch mal zur Kenntnis nehmen, wie auch immer. Da Knechtel auf seinem Kanal über satanische Symbole der Illuminati-Musikindustrie aufklären will und zuvor über Sido sagte, dass man ihn doch ansieht, ein Illuminat zu sein, entschied sich Sido dazu, ihn für ein klärendes Gespräch einzuladen. Die Motivation für das Spiel mit der Symbolik war laut Sido, weil er Leute, die wegen Verschwörungstheorien auf seine Person gerichtet, wegen der Musik bei einem teuflischen Major-Label die Seele zu verkauft zu haben, glauben, triggern wollte und
Ja, triggern und trollen wollte. Ist ein bisschen kompliziert geschrieben, ich gebe es noch zu, habe ich noch nicht verändert. Um sich darüber lustig zu machen, was ich auf mein Leben rückblickend ebenso mit schwarzem Humor nachvollziehen kann. Also kurz gesagt, Sido spielt mit der Symbolik, mit Eulen und so, mit 23, Freimaurerei und sowas, ist dann bei diesem teuflischen Major-Label, über das auch Michael Jackson sagte, dass dieser Tony bla 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 irgendwie Sony is the fucking devil, hat Michael Jackson mal gesagt. Und dann ist er da unter Vertrag, hat angeblich seine Seele an den Teufel verkauft und deswegen wird er jetzt diese ganzen Illuminaten-Videos machen. Dabei hat er das jetzt aus eigenem Antrieb gemacht, um solche Leute zu triggern. Das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen, weil die Schattenprojektion damals gewesen war. Und dazu lese ich jetzt was. Den machte Sido später diesbezüglich deutlich, dass lange die Heavy-Metal-Musik als Teufelsmusik dargestellt wird. Wie ich das selber nach dem sogenannten Satansmord von Witten jahrelang als Zielscheibe der Schattenprojektion erlebte. Deshalb, weil das einfach nur meilenweit weg von der gelebten Realität war, spielte ich damals auch mit einem satanischen Image. Also meilenweit weg von der gelebten Realität meine ich, ich war kein Satanist. Ich habe diese biblische Mythologie abgelehnt, indem ich zum Beispiel ein T-Shirt mit der provokanten Aufschrift Antichrist trug. Also ich habe das T-Shirt gehabt von der Band Destruction mit Antichrist und dann das Shirt, wo in roten Buchstaben einfach nur Antichrist drauf stand und das ein bisschen blutig aussah. Das war ein Fun-Shirt gewesen, das war Humor. Aber dieser Humor wurde leider nicht richtig wahrgenommen und war halt dann wohl ein bisschen ernst, ne? Ich lese mal was vor von zur Schattenprojektion. Gewöhnlich jedoch führen nicht integrierte Schattenseiten zu ihrer Projektion auf andere Personen oder Gruppen. Auf diese Weise entstehen unter anderem Vorurteile, aber auch das bekannte Sündenbock-Syndrom und Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus oder auch Homophobie. Auch die Idee des Teufels kann mitunter mit der Projektion des Schattens nach außen erklärt werden. Zitat Ende. Also kann man sich mal Schattenprojektion nach C.G. Jung angucken, diesen Archetypen den Scha vom Schatten, Schattenprojektion und Projektionsrücknahme. Ist ganz interessant, weil wir alle haben Schatten. Also ich meine nicht so einen Schatten, aber jeder Mensch hat einen Schatten. Damit sind halt Eigenschaften gemeint, die man vielleicht nicht mag und die man verleugnet. Und deswegen tut man das, was man in sich verleugnet und nicht mag, auf andere Leute schieben. So macht man sich das einfach. Projiziert man. Das muss der Teufel gewesen sein. Im Gesprächsverlauf fragte Sido dann Knechtel, warum die Menschen, die nicht wissen, was die Symbolik bedeutet, diese ihnen überhaupt gezeigt wird. Das ist eine gute Frage. Dabei geht es um das allsehende Auge als Handzeichen, so zum Beispiel, oder zum Beispiel ein mit der Hand verdecktes Auge, so oder so, wie auch immer, damit nur eins gesehen wird. Oder auch die Eule, die in der Dunkelheit sehen kann und somit ein Zeichen der Erleuchtung darstellt. So hat das zum Beispiel Alex Jones zumindest gesagt, in seinem Film Dark Secret Inside Bohemian Grove. Schon lange her, aber ich habe es gesehen. Ich habe den sogar irgendwo hier noch auf CD gebrannt. Auch wenn Sido es demnach gut findet, dass es Menschen gibt, die über gesellschaftliche Themen aufklären wollen, so hat er ihm auch gesagt, dass er mehr differenzieren und weniger spekulieren sollte, weil er nichts anderes macht. Also der Hildmann. Ach, der Knechtel. Ich komme schon durcheinander von den Leuten. Auf der einen Seite sagte Sido ziemlich früh bereits, dass er es zwar witzig findet, wenn wegen der genutzten Symbolik die Leute glauben, dass er ein Illuminat sei, aber auf der anderen Seite auch meinte, dass es beim Knechtel einen psychotischen Stil annähme. Stil. So glaube Sido mittlerweile ernsthaft, dass Knechtel eine Psychose habe. Sowas aus der Ferne zu beurteilen, würde sich nicht mal ein Psychologe wagen. Aber da Sido das als Laie so in den Raum stellte, will hier nochmal erwähnt sein, dass Menschen die an Verschwörungsmythen glauben, in der Regel kaum Anfälligkeiten zeigen und, wie bereits oben verlinkt, gesund sind. Also Auffälligkeiten kann schon geben,
Aber das hat dann mit der Biografie mehr zu tun. Dass man halt, weiß ich nicht, einen Job verloren hat oder sowas und dann irgendwie jemandem die Schuld gibt. Und dann auf einmal auf diese Verschwörungsmythen stößt und dann sagt, ha, hab ich doch gewusst. So und so ist das. Leichte Erklärungen auf komplizierte Fragen. 2011. Sido mag keinen Truth Rap. Und das wird er wahrscheinlich vergessen haben, weil in dem Interview mit Knechtel hat er immer gesagt, er wollte Knechtel triggern. Er hat von ihm Videos gesehen, obwohl es noch keinen YouTube-Kanal von Knechtel gegeben hat. Hat er wahrscheinlich vergessen, woher er das eigentlich hat. Bevor es vom Knechtel den Kanal gab, wird meiner Ansicht nach frühestens Kyle's Moore den Stein ins Rollen gebracht haben. Sich das anzuschauen, was manche Verschwörungsideologen in ihrem wahren Glauben an die eine absolute Wahrheit prominenten Menschen vorwerfen zu sein. Bevor Sido zu Themen wie, von denen er kaum Ahnung habe, sich neulich mit Halbwissen äußerte, wurde ihm vor der Veröffentlichung vom 23-Album bei hiphop.de der Newcomer Kyle's Moore vorgespielt, wo er über Truth Rap keine gute Meinung fand. Kann man sich ja angucken, ist von 2011, bevor das Album 23 veröffentlicht wurde. Wo es halt um die Verblödung geht, ne? Und da hat auch der Rapper Kyle's Moore ein Lied über Illuminaten auch gemacht, das weiß ich noch. Seitenwechsel, Seitenwechsel. Erst kriegte dort Sido das Lied Totale Verblödung vorgespielt, was er vom Text nicht mochte. Dann veröffentlichte er mit Bushido 10 Monate später im Jahr 2011 ein Album mit dem Illuminati-Code 23 samt symbolischer Eule von Minerva auf dem Cover, die in Kalifornien im sogenannten Bohemian Grove angeblich aufgestellt ist. Also ich sage jetzt angeblich, weil im Bohemian Grove ist eine Eule aufgestellt und der Bohemian Club, der hat auch eine Eule im Logo. Das kann die Eule von Minerva sein. Ich habe da jetzt nicht so die Ahnung von, muss ich ehrlich auch zugeben. Aber man kann die Eule auch zum Beispiel bei den Schlaraffen finden. Also ich habe da schon richtig nachgesucht, soweit. Und die Schlaraffen, das ist mehr so eine Spaßorganisation. Ich muss niesen. Und zeigte Sido sich darüber hinaus im Musikvideo, so mache ich es, beim Initiationsritual und rappt 2013 im Lied Einer dieser Steine darüber, den eigenen Stein zu behauen, was klare Freimaurersymbolik ist, die die Arbeit an sich selbst symbolisch darstellt, so wie ich das verstehe. So wie ich das bereits erahnte und weiter oben erwähnt wird, spielt Sido bewusst mit der Symbolik, weil er und Bushido ja wussten, dass es Menschen gibt, die glauben, dass das eine geheime Symbolsprache sei. Er stellte Knechtel daher berechtigt die Frage, warum allen Menschen diese Symbolik gezeigt wird, wenn es nur für Eingeweihte sichtbar sein soll. Also laut diesem, was die Verschwörungsleute da verbreiten, sind wir halt die Profanen, wir haben keine Ahnung und sowas. Und warum werden dann die Symbole trotzdem verbreitet, wenn wir keine Ahnung haben? Warum sollen wir das sehen? Was können wir damit anfangen? Wir sind im Club oder was soll das dann heißen? Und meint, dass viele sich damit darüber lustig machen. Es ist vom Knechtel da ja durchaus realitätsverzerrend, wenn diese so super bösen, mächtigen Satanisten, die angeblich Blut von Kindern trinken, der Bevölkerung die Möglichkeit zur Recherche bieten wollen. Alter, das meint er wirklich ernst, der Knechtel? Also, die Zeichen werden uns gezeigt von den Leuten, von den, wie kann man das vielleicht ausdrücken, von den Hofnarren der Illuminaten oder der neuen Weltordnung werden uns die Zeichen gezeigt, damit wir eine Chance haben, da was gegen zu unternehmen? Ernsthaft? Oh mein Gott, das kann man doch nicht so vertreten, ey. Boah. Es gab jedenfalls einen Sticker, den ich wegen Vorurteile lustig fand. 6, 6, 6, 6. Gleich. Super Evil. Super Evil Knievel.